Folge des Vlogs, heute mit dem ersten Vlog aus Italien. Es ist nun mittlerweile der zweite volle Tag, denn der erste, also der Anreisetag, nachdem wir gute 7 Stunden, obwohl wir keinen Stau hatten, dann hier ankamen oder nach 7 Stunden wir hier ankamen, beziehungsweise erst noch den Schlüssel holen mussten, dann hier hoch, dann hier die ganze Parkplatzsituation, die werde ich euch auch nochmal zeigen. Nicht ganz so easy, zumindest nicht mit einem neueren europäischen Auto und nicht mit so einem kleinen Cinquecento. Nachdem wir also diese ganzen Hürden gemeistert hatten, haben uns hier eigentlich nur noch was zu essen gemacht und sind dann hier geblieben. War auch ganz gut so, denn kurz drauf fing es hier ordentlich an zu gewittern. Gestern haben wir uns dann erstmals hier so ein bisschen umgesehen, waren mal in so einer kleinen Mall, auch um ein bisschen was einzukaufen, hier für Essen, Trinken so zu sorgen, den Kühlschrank mal ordentlich gefüllt und hier gibt es nur einen normalen Filterkaffee, deswegen haben wir uns noch einen Bialetti gekauft im Bialetti Store mit Milch auf Schäumer, das heißt auch hier können wir leckeren Cappuccino jetzt trinken. Eine kleine Roomtour hier zu Villa Anna, in der wir uns ja hier befinden, beziehungsweise wir haben die Maisonette-Wohnung der Villa Anna. Ich glaube, das werden wir demnächst nochmal machen. Jetzt wollen wir uns erstmal auf den Weg machen nach Stresa, wie auch immer. Wollen mal schauen, was es hier noch so gibt. Das heißt, wir steigen jetzt ins Auto, fahren in den nächsten Ort und dann sehen wir uns dort wieder. Ihr könnt in der Zwischenzeit einfach mal den Ausblick genießen, hier von diesem Fenster aus. Viel Spaß. Von hier drin, also wie gesagt, das hier ist unser, ist die Bialetti, übrigens das ist Leas Bialetti, gab es auch für 2,99 €. Du kannst also direkt auch sich nochmal einen Kaffee machen. Wir haben uns hier für die 2-Tassen-Variante entschieden und für den Milfaufschäumer, ich hoffe nicht, dass es der Milfaufschäumer ist, sondern der Milchaufschäumer, der ebenfalls ja, für heiße und kalte Milch geht, also den kann man auch auf den Herd stellen. Also, bevor sich wieder alle irgendwie in die Wolle kriegen, ab ins Auto und los. Bis gleich. Auf geht's, Sippe. Sehr cool ist dieser Schlüssel. Sieht nämlich aus wie vom Tresor. Und auch sehr nice ist hier der Aufzug quasi in der Wohnung. Ne? Ist das unser Aufzug? Fast. Ja, richtig. Push it. Das Wichtige ist, mir ganz oft zu drücken. Das da übrigens ist die Straße hier runter und das da drüben, das ist der Blick auf eine der Borromäischen Inseln. Auch nett. Und da Berge. Also das hier ist der Parkplatz. Soweit so gut, wenn er frei ist. Wenn nicht, ist mit Tränen ja, äußerst schwierig. Also ist ungefähr eine Autolänge. Ja, klappt. Aber es ist tricky. Das Interessante ist nämlich hier, wenn man vom Parkplatz runterfährt. Deswegen sind wir zuerst gar nicht erst auf den Parkplatz gekommen, denn da vorne ist eine Straße, in die muss man hier reinfahren und da steht ein Schild mit 1,50 Meter Breite. Kommen jetzt wieder raus. An sich gar nicht so schlimm, wenn man einmal durchgefahren ist. Allerdings fehlte so ein bisschen der Mut beim ersten Mal, da tatsächlich durchzufahren. Denn man weiß ja nie so recht, wenn es da um die Kurven geht. Was kommt da noch? Wird es da noch enger oder passt das da jetzt so? Es passt. Doof nur, wir haben jetzt schon mal eben den ersten leichten Kratzer am Kotflügel gefunden. Ob es jetzt von jemandem ist, der am Auto vorbeigelaufen ist oder ob es vielleicht vom Gebüsch ist. Wissen wir nicht. Ist halt doof. Auto ist 2 Wochen alt. Egal, Urlaub nicht vermiesen lassen. Jetzt fahren wir nach Stresa. Thank you.
angekommen ist, Teresa. Wir sind auf jeden Fall mal sehr gespannt. Also wenn man den Worten glauben kann, dann soll das hier einer der schönsten Orte sein. Viele haben wir noch nicht gesehen, aber eins kann ich jetzt schon sagen, es ist auf jeden Fall touristisch der wohl bisher meistbesuchteste Ort, in dem wir hier am Lago waren. Na, Vajana? Auf jeden Fall scheint es hier sowas wie einen Strand zu geben. Keine Ahnung, ob es das in Boveno gibt. So viel haben wir noch nicht davon gesehen. Aber wird es mit Sicherheit. Also kann man nicht vorstellen, dass sich das eine Stadt entgehen lässt. Hier fahren halt diese Boote. Die fahren hier auch ab. In Boveno zwar auch, aber gefühlt hier auch mehr. Hier wird mir überall angesprochen, ob man so eine Bootstour mitmachen möchte. Und die fahren dann eben rüber zu den verschiedenen Inseln. Zu den Borromäischen Inseln da. Da drüben ist noch eine. Ich glaube, hinter der ist noch mal eine. Also sind hier mehrere. Und gefühlt auf jeder steht irgendwie so ein Schlösschen. Also insgesamt hat man hier definitiv das Gefühl, das wäre das größere Touri-Gebiet. Nicht ganz so cool. Egal wie schön es ist. Vielleicht mal für die ganzen italienischen Freunde, die auch italienisches Netz haben, also echtes italienisches Netz, so von Haus aus. Also angeblich habe ich LTE. Es passiert hier aber gar nichts. Also sagt mir gerne mal Bescheid, ob ich hier einfach nur verarscht werde. Oder ob das italienische LTE wirklich, ja, wie Edge ist. Bevor wir hierher gereist sind, hatten wir ja ein bisschen Befürchtung, denn wir haben ja, wie gesagt, vom ADAC-Mann erfahren, dass das hier mit den Hunden so ein bisschen kritischer ist in Italien. Denn ja, es besteht eigentlich Maulkorbpflicht oder beziehungsweise keine Pflicht, aber man muss auf jeden Fall den Maulkorb bei sich führen und auf Verlangen eben anziehen. Bisher war es allerdings so, dass wir davon noch gar nichts mitbekommen haben. Eigentlich ist jeder mega positiv, selbst in den Läden mega positiv auf uns zugekommen, einen Hund mal gestreichelt und sonstiges. Sogar in einem richtigen Lebensmittelsupermarkt gibt es extra so Einkaufswegen mit so einem Fach vorne, also so die Hälfte ist abgetrennt. Da kann man den Hund reinsetzen, solange der da reinpasst und nicht herausragt, kann er sogar mit in den Supermarkt, also das, was sogar in Deutschland nicht geht, ist hier erlaubt. Jetzt allerdings die allererste Einschränkung. Wir sind jetzt hier in, wie gesagt, in Stresa, wie auch immer, im Park und da darf der Buddy nicht mit rein, deswegen bin ich jetzt alleine hier mit der Lea. Denn hier gibt es einen Spielplatz. Eine kurze Einheit spielen und dann geht's wieder weiter. Steffi wartet in der Zeit draußen. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, take you. Ich werde jetzt zum allerersten Mal eine Pizza in Italien kaufen. Bin gespannt. Ja, das war ein Satz mit X. Vergesst es, in südlichen Ländern gerne noch sowas wie eine Siesta gemacht wird. Das heißt, jetzt hat alles zu. Wir haben noch ein bisschen Parkzeit über, deswegen dachten wir eigentlich, wir holen uns einfach eine Pizza und essen unten am Wasser. Ja, doof gelaufen. Dafür geht es jetzt für mich hier durch den Park und ich suche mal die Mädels, die sich hier irgendwo einen Schattenplatz gesucht haben. Gefunden. Ja, richtig Schattenplatz, habe ich was anderes vorgestellt, aber gefunden. Hi. Was? Es bleibt spannend, Steffi hat immer noch Hunger auf Pizza. Deswegen bin ich mal jetzt kurz nach Arona rüber gegurkt. Soll wohl super schön sein, also Steffi läuft irgendwo da hinten so lang an der Promenade. Sagt sehr, sehr mailändisch, also wohl wesentlich schöner als Stresa. Ja, aber offen hat trotzdem nichts. Also auch hier wird scheinbar über Mittag geschlossen. Er hat wohl eine Pizzeria übers Netz gefunden, die bis 22 Uhr aufhaben sollte. Die hat aber nicht nur mittags zu, die ist wohl jetzt ganz zu. Ja, vielleicht, keine Ahnung, Konkurrenz, die Bude abgefackelt oder so, keine Ahnung. Adam kommt. Hi. Was gefunden? Nee, alles zu. Doof. Siesta ist ja eigentlich Spanisch, gell? Wie sagt man denn in Italien? Finito. Finito. Aber hier gibt es Pastrami-Sandwich und ich muss mal googeln, was ist Spinata oder so. Das sieht irgendwie aus wie, auch wie so Teig, wie so. Wie eine zusammengeklappte Pizza, aber. Wie eine Calzone. Wie eine Calzone. Nee, also offen, quasi wie so ein Tortilla oder so. Ja. Dann hol dir das doch mal. Ja, nee, ich weiß auch nicht, ob man das hier mitnehmen kann.
Also Pizza gibt es jetzt nicht. Es gibt jetzt diese komischen zusammengefalteten Teile, die keine Calzone sind. Und ja, da muss ich Steffi leider enttäuschen. Draußen essen werden wir auch nicht, solange die Dame noch schläft. Gestern haben wir sie geweckt, das war der Horror. Heute mache ich das nicht mit. Nee. So, das Buffet ist angerichtet. 19, zeig mal Essen jetzt. 13. Zeig mal Essen. So, wie sieht denn so ein Döner aus? Ja. Und? Ja, ist halt. Und dann so schlecht. Wie so ein getoastetes Sandwich. Ja. So, wieder in der Wohnung. Jetzt beinahe mit dem Hund geflogen. Wieder in der Wohnung angekommen. War cool. War zwar auch voll. Also an den Verkehr mit den Italienern muss ich mich definitiv noch gewöhnen. Das ist mehr so, wer fährt, der fährt halt. Ne? An was ich mich aber definitiv schon gewöhnt habe, ist die Kaffeezeit. Und die haben wir genau jetzt. Und deswegen würde ich sagen, ich schraube die Bialetti zusammen und dann mache ich uns einen leckeren Kaffee. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Where you at? Hi Leute, ich begrüße euch jetzt wieder hier zurück in der Villa Anna vor dieser wunderbaren Wand und diesem Kuckucksding gedöns, dem Kuckuckshäuschen. Nest. Haus. Hier für den Italienurlaub das MacBook Pro 13 Zoll von, ja, also das ist diese 2012er Baureihe. Ich habe die 2013 gekauft, währenddessen schreit die Lea einfach ein bisschen rum. Fakt ist, das funktioniert ja noch und deswegen habe ich das hier mit dabei, was allerdings noch nicht drauf war Final Cut und ich dachte, ja, okay, komm, ich muss das Ganze eh nochmal sauber aufräumen, da sind noch so viele Bilder drauf, so die ich gar nicht mehr brauche. Erstmal ordentlich das MacBook freiräumen und dann, ja, ziehe ich mir einfach Final Cut wieder runter. Das kann ich auch wunderbar hier machen. Weit gefehlt, denn das Internet hier ist ja mehr als grottig, also sowohl das WLAN als auch das LTE. Also LTE entspricht eher Edge und das WLAN, ja, keine Ahnung, ich lade irgendwie mit 89 Kilobyte runter. Das ist unfassbar. Also es funktioniert nicht. Ich kann hier nicht Final Cut runterladen, deswegen kann ich auch nicht richtig schneiden. Und ja, wenn das schon so mies klappt, kann ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nichts hochladen. Muss ich ehrlich sagen, boah, das frustriert ungemein, denn ich hatte da, ja, ich wollte das hier schon ordentlich machen hier und so. Und deswegen lassen wir jetzt den Abend hier einfach ausklingen. Wie, da drüben läuft schon der Fernseher, irgendwie auf voller Lautstärke. Kind auch, auf voller Lautstärke. Ich knall mich jetzt zu den Mädels, ja, auf die Couch und dann lassen wir den Abend hier wunderbar ausklingen. Sehr wahrscheinlich habt ihr zu diesem Zeitpunkt, wenn das Video hier kommt, das Ganze schon längst auf Facebook und auf Instagram gesehen. Auf Instagram mache ich jetzt einfach die nächsten Tage weiter. Das ist dann allerdings schon passé. Deswegen kurze Erklärung für das abrupte Ende. Ich mache jetzt hier Schluss und dann mache ich einfach morgen weiter. In diesem Sinne, schlaft gut, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more?